Ja, herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Let's Play Tomb Raider 4. Wir setzen jetzt die Sonnenkönigin ein, oder wie es hier so schön heißt, den Sonnentalisman mit dieser tollen Figur, die obendrauf diesen Bernstein-Diamanten hat, oder was auch immer das sein soll. Und jetzt kommt bestimmt der ultimative Showdown. Passiert da noch was, oder? Jo. Sehr ultimativ der Showdown, muss ich gerade mal feststellen. Irgendwie fehlt da ein bisschen Musik, oder? Also da hätte ich jetzt so ein bisschen schöne Tomb Raider 4 Musik erwartet. Naja, gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt mit diesem Sonnentalisman diese drei Tore geöffnet. Ihr seht es darüber auch, sind diese gelben Diamanten. Oder Bernsteine oder was auch immer das ist. Und dieser Sonnentalisman hat das miteinander verbunden und die Türen geöffnet. Ich glaube, wenn wir nach geradeaus gehen, geht es weiter. Und links und rechts gibt es jeweils eine Tür, wo man einfach nur Sachen finden kann. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach erstmal hier rein. Okay, und können einfach schon mal hier rüberspringen. Oder einfach sterben, das ist auch eine Alternative. Ja. Ich habe nicht gespeichert, merke ich gerade. Machen wir das halt nochmal. Fliegt die Sonnentalisman-Statue nochmal nach oben. Ja, kann ich das auch wegdrücken? Nee, kann ich nicht. Na gut, gucken wir uns das Ganze halt nochmal an. Wie diese Statue so logisch da oben rumschwebt, sich auflöst und wiederkommt. Und die Blitze sich verbreiten. Und gleich verschwindet die Statue wieder, genau. Jetzt ist sie wieder da. Und Lara ist wieder da. Und sie tropft, weil sie noch nass ist. So, okay, jetzt speichere ich das schon mal, dass wir das nicht noch ein drittes Mal gucken müssen. Und da würde ich sagen, holen wir erstmal die Fackeln, die hier drüben stehen. Ganz vorsichtig hingehen, dass wir nicht schon wieder ins Loch fallen. Und hops darüber. Heute habe ich es irgendwie nicht, aber gut, man kann auch so ins Wasser springen, ohne zu sterben. Das heißt, wir finden wieder mal ein kleines Medipack. Was ja eine Seltenheit ist hier in Tomb Raider 4, das haben wir ja schon festgestellt. Nicht. Und eine Tür, die wir wahrscheinlich öffnen können. Und ich denke nicht, dass es hier weitergeht. Ich bin mir aber absolut nicht sicher. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo man jetzt hinkommt. Zu einem Geheimnis. Das hört sich doch gut an. Okay, dann holen wir ein Geheimnis. Das war lang nicht mehr der Fall. Wir haben in den letzten Folgen, glaube ich, kein einziges Geheimnis gefunden. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, dass man nur eine von diesen Sachen aufheben kann. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich glaube, die anderen Sachen gehen dann in Flammen auf. Kann das sein? Nee. Also wir können auf jeden Fall zwei Sachen aufheben. Dann ist das eine andere Stelle, die ich meine. Also es gibt so eine Stelle, da gibt es drei Podeste und man kann nur eine Sache aufheben. Aber das war jetzt hier anscheinend nicht der Fall. Pistolen will ich nicht nehmen. Ich will gerade mal gucken, ob das Explosiv-Ammo war oder um was es sich hier gehandelt hat. 10 Explosiv-Ammo. Nee, ich glaube, das war Normal-Ammo, oder? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben Normal-Ammo gefunden. Ja, und das war es jetzt auch schon wieder mit diesem schönen Geheimnis. Das heißt, wir tauchen jetzt wieder zurück und heben noch die Fackeln auf und gehen in die nächste Tür, wo bestimmt wieder ein paar Gegenstände auf uns warten. Ist das nicht schön? So, und hier rausklettern und nochmal hier rumgucken, da liegt natürlich auch noch was. Und seht ihr, ist das noch ein Tauchgang, also man wird hier wirklich zugemüllt mit Gegenständen. Aber besser so als zu wenige Gegenstände. So, und da liegt schon wieder was, und zwar Schrotmunition. Gut. Also in diesem Raum, können wir nochmal zusammenfassen, haben wir zwei verschiedene Arten von Schrotmunition gefunden, Armbrustmunition gefunden, Fackeln gefunden, ein großes Medipack gefunden, ein kleines Medipack gefunden, Uzi-Munition gefunden, oder fragen wir eher, was haben wir nicht gefunden? Das ist vielleicht die bessere Frage in diesem Spiel.
Und ich glaube, das war es jetzt wirklich. Und deswegen klettern wir da hoch und heben natürlich noch die Fackeln auf, genau. Und dann gehen wir in die nächste Tür. Aber wir müssen natürlich erstmal hochkommen. So, Hammers Lara, da können wir nicht zurückspringen. Hui, oh, das war schlecht. Oh, das war schlecht. Ah, ich weiß aber nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Ganz einfach, wir haben so viele Medipacks, dass wir einfach mal eins nehmen. Oder brauchen wir überhaupt noch eins? Weil ich glaube, das Level ist bald sogar rum. Ich glaube nicht, dass das noch so arg lang ist. Also wir springen nochmal die Stange hoch. Und ich glaube, wir müssen jetzt in die Richtung nach hinten springen. Oder? Ja, hier oben ist der Sims. Ich glaube, da müssen wir drauf. Da seht ihr schon die Fackeln. Gut, dann nehmen wir die natürlich gern mit. Die neonfarbenen Fackeln. Und springen hier wieder raus. Also dieser Raum hier, der hat es wirklich mal gebracht. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Wir haben nämlich jetzt insgesamt 28 von 70 Geheimnissen gefunden. Das heißt, uns fehlen noch... Ich bin schlecht in Mathe, aber das kann ich sogar auch rechnen. Wir brauchen noch 42 Geheimnisse. 42 plus 28 sind 70. Gut, dann haben wir das auch geklärt und gehen in den nächsten Raum, wo wir vielleicht Geheimnis Nummer 29 finden. Ich weiß es nicht. Oder liegt hier nur ein kleines Medipack drin? Sieht so aus. Und es ist kein Geheimnis. Aber das war echt, das wäre zu leicht gewesen, wenn das ein Geheimnis gewesen wäre. Gut, gut. Jo, dann haben wir wieder mal ein Medipack gefunden. Und da würde ich sagen, verlassen wir das Level, oder? Ich glaube, wir verlassen das Level. Ich weiß es aber nicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Okay. Also ihr seht schon echt, also Tomb Raider 4, da sind bei mir echt Lücken drin, Wissenslücken. Und ich kann das alles nicht ganz zusammensetzen, was wohin gehört. Weil ich das ziemlich konfus finde, dieses Spiel. Aber diese Stelle, sehe ich gerade, kommt mir sehr bekannt vor. Ja. An die Stelle erinnere ich mich, auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen dann da reingehen. Weil hier unten kommt man, glaube ich, so nicht weiter. Wenn ich das jetzt so richtig sehe, doch, hier kann man auch noch hoch. Um irgendwie darüber zu hangeln, das ist auch eine Möglichkeit. Okay. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal unten und gehen unten in diese Nische. Ganz einfach, weil wir die als erstes gesehen haben. Zack. Ach, hier liegen nur ein paar Gegenstände rum. Naja, nehmen wir sie halt mal mit. Kann man ja immer gebrauchen. Also ich finde das echt lustig, was hier alles an Zeug rumliegt. Das ist echt der Wahnsinn bei Tomb Raider 4. Also ich glaube, wir haben jetzt schon mehr Gegenstände gefunden als im gesamten Tomb Raider 1. Ja, das kommt vielleicht nicht ganz hin, aber fast. So, und jetzt erklimmen wir diesen Raum, der ein bisschen aussieht wie die Hyperstyle Halle, muss ich jetzt mal sagen. Und wir müssen eindeutig in diese Richtung klettern, weil da drüben eine Öffnung ist. Gut, dann machen wir das ganz einfach mal. Klettern hier rüber. Und ich glaube, da kommen wir auch schon langsam zum Levelende. Und ich höre Fledermäuse. Und ich sehe Fledermäuse. Und ich habe Blut gesehen. Und ich bin zum Glück ein Mensch, der Blut sehen kann. Aber Menschen, die kein Blut sehen können, ich glaube, denen macht Tomb Raider Blut nichts aus. Weil das ist ja kein Blut in dem Sinn. Auf jeden Fall schlecht dargestelltes Blut. So. Ihr wisst, dass ich die Fledermäuse in diesem Spiel mit der Schrotflinte abschieße. Ganz einfach, weil wir Unmengen an Munition haben. Und wir uns das leisten können. Ist hier noch eine Fledermaus? Ich glaube nicht, dass wir die eine getroffen haben. Oh, da ist er. Habt ihr sie gesehen? Aber die erschießen wir ganz einfach dann, wenn sie uns in den Weg fliegt. So, der Heilige See. Es gibt hier irgendwie Möglichkeiten, hochzuspringen. Was aber, glaube ich, nichts bringt. Hier. So, die ist tot. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in diese Richtung. Schon wieder eine Fledermaus. Jetzt reicht's aber. So, speichern. Okay. Wo kommen wir jetzt hin? Ich bin schon wieder überfragt. Hier kann man hochklettern.
Sehe ich gerade. Und Lara greift mal voll daneben. Aber das sind wir ja gewohnt von dieser guten Frau. Ich mache mal eine Fackel an. Kann man hier hochklettern? Ich glaube nicht. Wofür ist dann diese Öffnung da? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir jetzt hier auf das Dach springen und da geht es weiter. Das weiß ich, glaube ich, ziemlich genau. Und weil es unten noch eine andere Richtung gab, möchte ich erstmal nach da gehen. Um zu gucken, was da noch ist. Vielleicht ist da noch ein Geheimnis. Ne, da liegt nur was. Vielleicht ist das ja trotzdem ein Geheimnis. Man weiß es ja nicht. Uzzimuni, wie viel haben wir denn davon? Wir haben 780 Schuss. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber ich will die Munition ein bisschen ansparen, weil es dann einfach mehr Spaß macht, mit richtig schön viel Uzzimunition um sich zu ballern. Da freue ich mich drauf. So, und jetzt da machen wir den Weg hier wieder. Kennen wir ja mittlerweile. Und vielleicht schafft es Lara auch, sich beim ersten Mal hinzuhängen. Gut, das war jetzt zu weit vorne. Jetzt ist sie an der Decke kleben geblieben. Aber jetzt hat's geklappt. Gut. Ja, hier ist auch noch eine Öffnung in der Decke, sehe ich gerade. Fackel an. Wir haben ja genug. Aber auch diese Öffnung verbirgt, glaube ich, auch nichts. Okay, dann springen wir jetzt hier rüber. Und dann sind wir jetzt ein Stockwerk weiter oben angekommen. Okay. Und können jetzt hier oben drauf rumlaufen. Was das uns bringt, keine Ahnung. Doch, wir können da oben links hinspringen. Aber vielleicht können wir noch woanders hin. Wir gucken einfach mal, was sich uns so ergibt. Ich sehe nichts auf den ersten Blick. Außer so ein paar hyperstühle Säulen. Und da kann man auch nicht hin. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da hin. Und Lara hat sich sogar festgehalten. Ich habe gedacht, die segelt jetzt da runter. Und ich höre schon wieder eine Fledermaus. In diesem Haus. So, und die sind tot. Gut. Ja, wir könnten jetzt da runterspringen. Machen wir aber nicht, weil ich jetzt hier rüber will. Weil das doch bestimmt auch nicht zum Spaß hierhin programmiert worden. Oder etwa doch. Auf jeden Fall kann ich den Sinn dieser Stelle hier gerade... Doch, man kann da oben hin. Geht das? Ich habe keine Ahnung. Wir probieren das einfach mal, aber ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, diese Stelle bringt hier nichts. Nee, ich glaube nichts, dass das bringt, darüber zu springen. Da ist ja diese Säule im Weg. Deswegen würde ich sagen, gehen wir nach unten. Lassen wir uns einmal hängen. Putsch und tot sind wir. Das war nicht so eine gute Idee. So, wo habe ich gespeichert? Hier. Ich kriege das ja immer nicht mit, wenn ich speichere. Weil ich so oft speichere. Mit speichere ich gerade schon wieder, merke ich. Hier kann ich runter. Das sieht schon besser aus. Gut. Und ich glaube, hier ist das Level Ende. Und da kommt dann, glaube ich, eine Vorschau. Und dann können wir auch die Folge beenden. Und diese Vorschau ist, glaube ich, richtig schön. Aber bevor wir das tun, gehen wir erst noch mal nach hier drüben in diese schöne Tür, wo noch ein paar Sachen rumliegen, Fackeln, die uns so schön auf diesem Podest präsentiert werden und eine Uzi. So. Was ich ja bei dem Spiel auch lustig finde, man hebt eine Uzi-Pistole auf und hat zwei Uzi-Pistolen, die total anders aussehen als die Uzi, die da gelegen hat. Weil ich glaube, das sind die Uzis aus Tomb Raider 3. Wenn man sich das mal anguckt, das sind die Uzis aus Tomb Raider 3. Und die, die hier gelegen hat, das ist eine ganz andere Uzi. Aber das ist bei Tomb Raider 4 egal. Das ist dieselbe Waffe. Gut, ja, soweit so gut. Ich würde schon mal sagen, ciao bis zur nächsten Folge. Und wir lassen uns einfach nochmal die Vorschau über uns ergehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, glaube ich, in einem neuen Abschnitt wieder. Das war der Abschnitt Karnak.
mit der Hyperzylenhalle, dem Heiligen See, dem Tempel von Karnak und so weiter. Und da würde ich sagen, gehen wir. Oh. Oder geht das hier noch weiter? Ach, das geht hier noch weiter. Okay. Meinetwegen, ich habe gedacht, jetzt kommt eine Vorschau. Gut, dann gucken wir uns hier halt nochmal ein bisschen um. Ist das Seet? Ich habe keine Ahnung. Okay. Und wieder mal schöne Musik, muss ich nochmal dazu sagen. Gut, was gibt es hier zu erledigen? Ich habe keine Ahnung. Hier drüben ist was. Ein Loch, wo nichts ist. Okay. Und ja, was ich auch noch sagen wollte, ich habe jetzt mal mich so ein bisschen umgehört und ich habe mitbekommen, dass der Karnak-Abschnitt ruckeln soll. Also bei vielen Spielern ruckelt Karnak bei der Aufnahme. Und das soll jetzt im späteren Spielverlauf eher nicht der Fall sein mit dem Ruckeln. Also ihr seht es ja so ein bisschen, also es ist jetzt nicht so schlimm, das Ruckeln, aber es ruckelt trotzdem ein bisschen. Und ich glaube, soweit ich das gehört habe, ist das so eine Karnak-Krankheit. Und ich glaube, wenn wir aus diesem Abschnitt rauskommen, dürfte das mit dem Ruckeln auch ein bisschen besser werden. Und wie gesagt, wenn das Problem bleibt, es weiterhin ruckelt, dann muss ich halt doch die Videoqualität runterstellen. Okay, also das hier ist... Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Da kann man bestimmt irgendwie hochspringen. Oder haben wir nicht einen Schlüssel? Ne, wir haben keinen Schlüssel. Oder muss ich einfach auf die Tür zugehen? Das kann auch sein.